Hallo Lieben und willkommen zu einer neuen Video von mir. Und zwar ist das hier jetzt das Unboxing, Packing, Review zu der Super Sailor Moon. Da ich ja das andere schon hochgeladen habe. Also die andere Sailor Moon halt. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist sie hier schon ausgepackt. Weil das ist das Video, was ich jetzt zum zweiten Mal drehen werde. Also das ist das zweite Video, was ich drehe, weil das erste habe ich komplett verkackt. Na, das mal so sagen darf und deswegen nehme ich das jetzt mal neu auf und zeige euch alles und ach, es ist auch so minimal eine Review dazu und ja. Wie ihr sehen könnt, sie steht schon hier. Ich habe sie wirklich schon komplett ausgepackt und dann steht sie auch schon hier. Hier auch der Ständer. Sailor Moon. Ja, und hier ist sie. Ach ja, immer dieses Nicht-Ransummen ist ja auch toll. Ja, also man sieht auch Unterschiede zur ersten. Ihre Haare sind auch länger, aber ich finde auch, dass sie größer wirkt. Also allgemein auch irgendwie größer ist. Und ja, aber ich mag sie sehr. Also Super Sailor Moon ist so ein Favorite von mir. Und ja. Soll ja auch noch, ich glaube vom Dream Arc mit Pegasus soll ja auch noch sie rauskommen nochmal in dem Outfit. Nur haben wir halt mit der anderen Brosche dann. Und dazu noch Super Sailor Chibi Moon. Die werde ich mir dann auf jeden Fall beide holen. Ich muss mir allgemein noch Chibiosa mal holen. Jetzt nicht irgendwann. Ja. Ich mag auch hier voll die Details oder hier dieser Stitch-Look. Oder hier die Schleife, die ist auch noch mega, die dann hier unten so wird. Das hier sieht man es auch nochmal. Allgemein mega. Ich finde auch, die Farben sind mehr in das Rot gehalten von in der Staffel als wie bei der anderen Figur, aber es gibt ja noch so eine andere Sailor Moon Color Version, wo sie ja so ihre roten Sachen anhat und bei der, die will ich mir dann auch noch holen, da das ja halt original Anime Color ist und ja. Okay, sie steht gerade nicht so. Dann versuche ich sie irgendwie hier dran zu stellen. Und dann, ja. So, dann packe ich nochmal schnell das aus. Beziehungsweise ich checke erstmal die Verpackung. Damit man sehen kann. Ist auch wieder so eine Art Pink Platte. Die war auch wieder mit dabei und hier. Die sind eigentlich immer dabei. Jo, dann sehe ich erstmal hier, wenn es rauskommt. Und zwar hier ist der Heilige Gral. Erstmal. Die haben sich mal wieder drastisch auf. Ja, man sieht es so ziemlich. Ja, und der Cutie, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, der jetzt unten ist. Ja, das ist irgendwie dieser Herd. Hard Cutie. Hä? Ich verwechsel die Namen immer. Ja, das Zepter halt von ihr, wo sie jetzt drin gestanden hat. Sagen wir das mal so. Ja, und hier sind auch noch die ganzen anderen. Die Gesichter. Hier oben die Gesichter, die sind auch noch bei der normalen Version drin. Außer das, das ist so eine Art. Für mich sieht es aus wie so ein schlafendes Gesicht. Aber gut, das hat auch meine Miku. Ja. Und die Bonbon kommt auch.
Ja. Und das Gesicht auch nochmal, nur halt ohne den Mund. Und das ist auch nochmal dabei. Ich tue mal die Hände raus. Jo. Ja, einmal hier nochmal die normalen Hände, die sie ja auch bei der normalen Version hat. Also, ihr wisst schon. Ich denke mal. Gott, von was sind die? Das sind hier die Hände, eventuell, wo sie den heiligen Gral hat in der Hand. Das ist doch dieses Peace-Zeichen. Warum ist das zweimal eigentlich dabei? Erklärung bitte. Warum zweimal? Hab ich was verpasst? Ich weiß es nicht, warum zweimal dasselbe dabei ist. Aber gut. Ja, hier sind auch nochmal die Fäuste, die sind auch bei der normalen, bei der anderen dabei. Wie immer eigentlich. Ja. Das ist. Ich weiß, dass die beiden sind dafür da. Nee, warte mal. The fuck? Okay, egal. Also das ist hier das zum Zepter. Hier ist es fürs Zepter. Also ich muss das selber nochmal googeln, für was sind die Hände als da sind, warum das doppelt ist. Jo, das weiß ich ja eigentlich so ziemlich. Das ist dieses Peace-Zeichen, wenn sie da sitzt und so. Ich meine, diese Hände hat sie ja auch dran. Ja, ich sind gleich noch zwei Teile. Und damit sie die. Ich glaube. Ja, eventuell kann man da beide festmachen und so, weißt du? Ja, sieht zumindest für mich so aus. Und jo. Ansonsten werde ich mal googeln, in wie vielen Posen man sie halt wirklich versetzen kann. Und ja. You. Ach, Beauty. Ja, hier oben auch mit ihr. Jo, also das war's auf jeden Fall schon mal mit dem Video. Bilder kommen wie immer am Ende. Und jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.